spät in die Kabine um 60 Mark Strafe. Dass ich vor allem ohne Probleme die 90 Minuten so steht da. Eher so ein Contender, der so posso giocare domani. Genau das, ein Bundesligaspiel, was anderes ist wie ein Training mit der Mannschaft oder einem Freundschaft. Wissen Sie noch, wie das vor 5 Monaten passierte? Ja, wir hatten ein Meisterschaftsspiel in Italien gegen Parma. Ich bin mit dem Ball über das Feld gelaufen und wollte an einem gegnerischen Spieler vorbei. Er hält den Fuß dazwischen und wir kommen in einen Kontrast. Und ich komme in die Höhe, springe, komme schlecht auf und drehe mein ganzes Knie zur Seite weg. Und ich wusste sofort, dass was kaputt ist. War keine Absicht dabei? Gar kein Foulspiel, keine Absicht, kein Foulspiel. Es war ein normaler Zweikampf. Und deswegen sieht man, dass es im Fußball immer sehr gefährlich zugeht. Haben Sie gleich an die Europameisterschaft gedacht? Damals. Ich habe erst gehofft, dass ich nicht so große Probleme habe, aber dann, wie ich natürlich das Ergebnis gehabt habe, dass es ein Kreuzbandriss ist, wusste ich sofort, dass ich so ein knappes halbes Jahr nicht mehr Fußball spielen kann. Was war der eigentliche Grund, dass Sie Inter Milan verlassen haben? Es gab mehrere Gründe, aber der Hauptgrund war natürlich nach der Verletzung. Ich habe nicht mehr das Gefühl gehabt, dass Inter Mailand mit mir für die Zukunft plant, nicht mehr mich als Spieler haben will. Sie haben sich nicht um mich gekümmert und das war eigentlich ein Grund für mich vom Kopf her, dass ich sage, es hat keinen Sinn mehr weiterhin bei diesem Verein zu spielen. Ich habe kein Vertrauen mehr zu diesem Verein und deswegen hat dieser Wechsel mit Bayern München stattgefunden. Die Mannschaft ist sehr erfolgreich. Macht es das für ihn leichter oder schwerer einzusteigen? Ich glaube, es macht mir das alles einfacher, weil die Mannschaft hat sehr viel Selbstvertrauen. Sie hat sehr gut gespielt. Die Fans stehen hinter der Mannschaft und ich glaube auch, dass die Fans hinter mir stehen werden. Und ich bin überzeugt, dass ich die Mannschaft nicht störe, sondern dass ich irgendwie meinen Teil dazu beitragen kann, dass die Mannschaft auch weiterhin Erfolg hat. Er spielt im Training 100% und ich glaube, wenn wir einen fitten Lothar Matthäus haben, der bereichert jede Mannschaft und den FC Bayern kann er wieder nach oben bringen. Ich denke, dass er für mich weinig verandert, want ich speelde al de ene keer links, de andere keer rechts. Dat hing af van hoe de tegenstander speelde en dat zal nu hetzelfde blijven, omdat Lothar Matthäus is toch wat offensiever als wat ik ben. Haben Sie schon Kontakt gehabt mit Bertie Vogt? Wir telefonieren eigentlich regelmäßig, Woche für Woche. Und er wartet jetzt ab, wie das bei Bayern München mit mir läuft. Und wenn es in den nächsten Wochen gut läuft, gehe ich davon aus, dass ich auch am 14. Oktober gegen Mexiko in Dresden dabei sein werde. Er hat die Zusage getan? Er wartet jetzt die Spiele ab. Und wenn das ohne Probleme über die Bühne geht, dann ist es soweit, dass am 14. Oktober in Dresden das Comeback auch in der Nationalmannschaft stattfinden wird. Werden Sie bei Bayern Ihre Karriere abbauen oder ist es eine neue Start hier? Ich sehe das als neuen Start nach dieser schweren Verletzung. Ich habe jetzt einen Vertrag bis 1994 unterschrieben. Was danach ist, weiß ich zurzeit nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, das eine oder andere Jahr auch danach noch aktiv professionell Fußball zu spielen. Weltmeister in 94 würde ein perfekter Abschied sein, denke ich. International vielleicht ja, national nein, weil ich glaube auch noch, dass ich in 2 Jahren Lust habe, Fußball zu spielen. Und ich sage, es muss, der Körper muss mitspielen und ich glaube, die Voraussetzungen bringe ich mit. Ist das Oktoberfest, wird das ein Matthäusfest sein? Das Oktoberfest bleibt das Oktoberfest, aber ich hoffe, dass Lothar Matthäus am Samstagabend eine gemütliche Maß Bier trinken kann, weil nach einem Sieg schmeckt sie besser als nach einer Niederlage.